Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Er lacht nicht wegen mir. Nein, wirklich nicht. Eine Bekannte hat mir gerade was geschickt. Die hat auf Lied als Maul. Also sag. Die hat auf einer bekannten Dating-Plattform aufgrund einer nicht ganz so passenden Aussage eine Abmahnung bekommen. Die wurde von einem älteren Herrn wie mir wurde es ein bisschen blöd angemacht und dann hat sie zurückgeschossen. Das hätte aber auch von mir kommen können. Also ja. Wenn ich eine Frau wäre gegen einen Mann. Bei Frauen mache ich sowas nicht. So, eine Frage zur Berechnungsgrundlage der UV-Leistung. Wenn ich die benötigte Leistung der UV-Strahlung ermitteln möchte, ist das dann nur die erforderliche Bemessungsgrundlage, das gesamte Wasser, was ich im System habe, oder nur das Wasser, welches der Photosynthese, sprich Licht, ausgesetzt ist. Zum Hintergrund. Am Teichvolumen selber werde ich nichts ändern wollen, aber durch den neuen Filter, geschlossenes System, werde ich das Gesamtwasservolumen um ca. 25-30% erhöhen. Sollte die Frage etwas für einen Blog sein, gerne. Liebe Grüße von Markus. Lieber Markus, auch das ist wieder eine systemtheoretische Frage, da könnten wir jetzt 3 Stunden drüber labern und wir würden zu keinem Ergebnis kommen. Also sicherlich spielt die Gewässertiefe spielt eine Rolle, die Lage, also du könntest jetzt auch einen Teich vors Haus bauen, wo du mehr Schatten hast, die Lage spielt eine Rolle, die Wassertemperatur spielt eine Rolle. Dann, was habe ich für eine Wasserzusammensetzung, also die Wasserchemie im Allgemeinen spielt eine große Rolle, was habe ich an Nährstoffen drin? Passt das Milieu für die Art von Algenblüte? Ja, wie viel Liter habe ich und. Und ich habe es in einem der vorangegangenen Blogs schon mal gesagt, wir sind hier keine Wissenschaftler, ja, die auf jeden Teich, für jede Lage, für jede Teichtiefe und. Genau jetzt die richtige, in deinem Fall, die richtige UV-Größe berechnen können. Ja. Das geht wahrscheinlich auch gar nicht, das ist Biologie, das ist keine Mathematik. In der Mathematik habe ich immer das gleiche Ergebnis und witzigerweise kann ich sogar, egal ob ich in Deutschland, in Japan oder auf dem Mond bin, wenn ich in mein Handy immer 1+1 eintippe, dann kommt 2 raus, das ist Mathematik. Ja, und selbst die Elektronik vom iPhone funktioniert da sehr zuverlässig, bei den Teichen ist es was ganz anderes. Sicherlich kommen manche Teiche mit 3 Watt pro Kubikmeter hervorragend aus, andere mit 4, andere brauchen 5 Watt pro Kubikmeter, also 5 Watt Anschlussleistung der UV-Lampe. Und darum empfehle ich immer so um die 5 Watt. Aber selbst da ist ja schon ein großer Fehler mit einberechnet oder Fehler, aber eine große Ungenauigkeit mit einberechnet. Habe ich eine Softglaslampe, Amalgam, Quecksilberdampf oder, weil, wie ich gerade gesagt habe, wenn ich das Ding in die Steckdose dübel, ja, dann saugt eine 150 Watt Lampe, im Idealfall 150 Watt, aber nur 25-35%, ich weiß nicht, jetzt ist vielleicht doch jemand da, der weiß, dass es auch 40% Ausbeutungslampen gibt, nur 25-35%, wie mir bekannt ist, wird dann von der Anschlussleistung tatsächlich zu UV-Leistung, ja, zu UV-Licht. Also jetzt einfacher gerechnet, hätte ich eine 100-Watt-Lampe, dann habe ich bei der Softglas nachher wahrscheinlich so um die 25, bei der anderen 35. Jetzt kommt die nächste Ungenauigkeit. In dem Moment, wo das Laufen anfängt, lässt die UV-Leistung kontinuierlich nach. Darum müssen wir es ja nach einem Jahr oder nach 2 tauschen. Also ich glaube, das sind dann so ungefähr bei 90% der UV-Leistung, wo man es nochmal verändert. Also jetzt rechne ich wieder 10% von 25 Watt, im schlimmsten Fall von 25 Watt UV-Leistung raus, dann sind es plötzlich auch nur noch 22,5. Also da gibt es so unendlich viele Ungenauigkeiten. Man muss sich manchmal rantasten. Trial and Error, macht 3 Watt pro Kubikmeter und da ist mir ist es eh egal, ob du deinen Filter mit reinrechnest oder nicht. Ja? Probier es einfach aus. Kauf dir 2 kleine Lampen und schalt erst die eine ein und wenn es nicht reicht. Ich wollte Ihnen ausgleichen sein. Lieber kleine und dann kannst du eben entsprechend auch reagieren. Ja, vielleicht auch im heutigen Zeitalter von der ganzen Energiegeschichte auch ein Thema, dass wir nicht eine große Lampe, sondern lieber viele kleine, aber die sind dann wahrscheinlich auch wieder in allem so viel teurer. Das zeigt immer. Also, aber das ist Thema UV-Lampe, aber ich habe es in einem der vorvergangenen Blogs gesagt. Das ist eines der Themen, wo wir die wenigste Eindringtiefe in das Koi-Hobby haben, weil kauft euch wirklich gescheite Reaktoren von Genesis oder Oase und Genesis, gerade egal, sind beide super.
und lass da die richtige Wassermenge, was die Hersteller dann auch ermittelt haben, lass die da drüber und dann seid ihr da fein raus. Tschüss. Danke, ciao.